Leute, das Mid-Season-Update ist wenige Stunden alt und die Dataminer haben schon wieder fleißig Sachen veröffentlicht und gefunden. Ich habe für euch Cross-Progression, ich habe einen Teaser für Revenant und sein Rework, Stormpoint Map-Update, vielleicht sogar ein kleiner Teaser für eine neue Map. Es geht um sämtliche Skins für das nächste Event Mitte, Ende Juli, wo auch das der Prestige-Skin für Valkyrie im Mittelpunkt steht. Wir sehen alle drei Stufen inklusive Finisher, Dive-Trial. Und es gibt eine Besonderheit zum Dive-Trial und auch den Finisher. Das könnte vielen gefallen, die vielleicht nur einen Prestige-Skin haben und da eventuell ein Dive-Trial dazukommt. Ich möchte es noch nicht anspoilern, der Reihe nach. Und am Ende zeige ich euch dann alle Skins zum zukünftigen Event. Das dauert noch ungefähr 2,5-3 Minuten. Wir fangen an. Das ist der Teaser, der Mitte, Ende Juli ungefähr kommen wird. Wann, welches Datum? Das ging jetzt recht kurz und einige werden jetzt denken, Mensch, was war denn das jetzt? Das ist tatsächlich, wie wird das im Auswahlbildschirm irgendwann in den nächsten Wochen genauso aussehen? Und das soll uns das Rework für Revenant teasern. Dann wurde ein neuer Raum in den Gamefiles gefunden. Das könnte entweder eine neue Map teasern oder auf Worlds, nicht auf Worlds Edge, sondern auf Stormpoint ein neues Gebiet teasern und es soll in Verbindung mit einem extremen Wetter-Event, Wetterphänomen einhergehen. Passt auch zum Namen Stormpoint. Achso, übrigens die Rotation, es gibt eine neue Map-Rotation, Worlds Edge, Stormpoint, Broken Moon, Kings Canyon ist raus, Olympus ist wieder raus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das in der Ranked-Rotation genauso ist, aber ich gehe felsenfest davon aus. Und jetzt kommen die Gamefiles zu Cross-Progression. Es gibt noch andere Gamefiles, die sehen ein bisschen anders aus, aber ihr könnt davon ausgehen, dass verschiedene Dataminer, von denen ich es jetzt tatsächlich gelesen habe, ich werde jetzt nicht alle einblenden, einfach nur für euch. Ich habe die Echtheit mehr oder minder geprüft, weil ich drei verschiedene Dataminer gefunden habe, die das berichtet haben mit anderen Bildern. Cross-Progression aktiviert, Playcard, Maxnam, keine Ahnung. Man kann davon ausgehen. Wir wissen noch nicht genau, wie das funktionieren soll. Es sieht so aus, als würde es in Season 18 endlich soweit sein. Und es kann aber sein, dass wenn es zwischen zwei Accounts irgendwie einhergeht, es kann sein, wenn du mehrere Accounts hast, dass du nur einen davon nehmen kannst und den von mir aus auf PlayStation auf Xbox transferieren kannst. Es könnte tatsächlich sein, dass wir nicht zwei Accounts miteinander verschmelzen können. Das habe ich in einem Schriftstücke von einem der Dataminer gelesen. Das ist aber eine reine Interpretationssache. Aktuell ist das noch nicht ganz klar, aber es kann sein, dass wir uns für einen von unseren vielleicht vielen Accounts entscheiden müssen. Das heißt, du hast vielleicht auf zwei Accounts jeweils ein Erbstück. Du musst dich für einen Account entscheiden. Das ist jetzt aktuell nur ein Gerücht. Das kann sein, dass das so kommt. Das kann sein, dass das nicht so kommt. Aber damit müssen wir vielleicht rechnen. Vielleicht ist das auch einfach der Grund, warum das mit Cross-Progression so verdammt lange bis jetzt gedauert hat, weil es vielleicht nicht gebacken kriegen, die Accounts zu verschmelzen, sondern dass du einfach sagen musst, okay, jetzt nehme ich diesen einen Account und packe den entweder auf PC, auf PlayStation, auf Xbox, auf Switch, auf Game Boy Color, Nintendo Cube, N64 und so weiter und so fort. Wie das dann aussieht, wenn wir das geswitcht haben und wollen vielleicht wieder auf die andere Plattform wechseln. Leute, dann müssen wir mal abwarten, wenn da noch ein bisschen mehr dazu kommt. So, was haben wir noch? Ich zeige euch jetzt einfach mal die Skins. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht ganz genau, wann das Event startet. Mitte, Ende Juli müsste es soweit sein, weil Richtung August startet ja schon die nächste Season. Und das sind sämtliche Skins und ihr könnt euch sicher sein, dass diese Leaks definitiv echt sind. Kommt auf jeden Fall ein bisschen was auf uns zu. Und vor allem der Valkyrie Finisher. Ich kann das schon mal so weit teasern. Das kann ich euch ja schon mal erzählen, bevor ich jetzt hier stumm euch die ganzen Skins durchlaufen lasse. Es soll wohl so sein und das habe ich vorher schon bemängelt. Bei allen anderen Prestige-Skins war es bis jetzt so, du hast auf der dritten Stufe erst den Finisher freigeschaltet. Das kann sein, dass es bei dem Valkyrie Prestige-Skin genauso ist, aber sobald du den freigeschaltet hast, kannst du den auf allen drei Stufen benutzen. Bei den anderen Skins, wie Wraith zum Beispiel, war es so, du kannst den nur
nur, bei allen anderen war es genauso, wie gesagt, oder ist es genauso, kannst du den Finisher nur auf der dritten Stufe einstellen oder beziehungsweise benutzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde zum Beispiel für Wraith oder für Caustic die zweite Stufe des Prestige-Skins einfach geiler als die dritte Stufe. Die dritte Stufe bei Caustic ist meiner Meinung nach ein bisschen zu drüber und die Optik von Wraith bei der zweiten Stufe finde ich einfach absolut gelungen. Und dann muss man eben, und jetzt haben wir hier den Skin, Stufe 1, hier ist der Dive Trial. Und das Besondere bei dem Dive Trial soll sein, das ist Stufe 2, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau. Und das ist Stufe 3. Leute, jetzt überlegt nochmal, wie die Leaks aussahen. Hier haben wir den Finisher. Die Leaks, Moment, wir lassen es nochmal durchlaufen. Der geleakte Skin, der hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eben der Dive Trial. Der Dive Trial, das soll das Besondere sein, wenn du den Dive Trial einmal besitzt, sollst du den angeblich bei allen Legenden benutzen können. Das heißt, du kannst den bei Valkyrie rausmachen oder du aktivierst den fest und hast den für immer und hast den für jede Legende. Wenn du dann eine andere Legende wählst, dann ist der dran. Du musst das nicht extra gesondert irgendwie einstellen. Und ich muss sagen, dass der Valkyrie Skin, Gott sei Dank, laut den Leaks, die ich vor kurzem, wie gesagt, gezeigt habe, völlig anders aussieht. Natürlich in dieselbe Richtung, aber nochmal überarbeitet. Und ich finde, der Valkyrie Prestige Skin sieht einfach allererste Sahne aus. Und der Dive Trial ist nichts anderes, als was wir auch im Finisher sehen. Diese leuchtenden Zacken, die aus den Flügeln rauskommen, die dann da drauf einballern. Zack. Die bilden quasi den Trail. Und das sieht einfach ultra, ultra nice aus. Also ohne Scheiß, der Prestige-Skin ist der absolute Wahnsinn. Ich habe jetzt nicht ganz genau darauf geachtet, was uns hier an Skins noch alles erwartet, aber der Prestige-Skin. Ladies and Gentlemen, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Cross-Progression, ich weiß, viele von euch werden jetzt schreiben, ja, 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 bla, bla, Respawn, bla, bla, EA, es wird sowieso nicht kommen. Irgendwas wird wieder schief gehen. Aber ich plädiere hier auch nochmal irgendwo an die Vernunft für sich selber, dass ich sage, ich warte lieber ein, zwei Jahre auf dieses System, als dass es auf Hektik, auf den Druck der Community einfach rausgeballert wird und dann funktioniert es vielleicht nicht einwandfrei und die Hälfte eurer Skins sind vielleicht weg, eure Stats sind weg, irgendwas ist weg, alles ist weg, es geht komplett schief. Leute, was ist jetzt schlimmer, ein, zwei Jahre länger zu warten, was hier im Endeffekt so war, oder es kommt hoffentlich jetzt in Season 18 und es funktioniert. Stellt euch bitte die Frage, das macht für mich nur Sinn, ich will, ja, es macht Sinn, ich möchte natürlich jetzt Respawn oder EA damit nicht irgendwie verteidigen, dass die das einfach nicht geschissen bekommen haben, weil traurig ist es, das muss man einfach mal so ehrlich sagen, aber das Warten scheint ein Ende zu haben und in Season 18 scheint Cross-Progression endlich zu kommen. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ciao.